Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Guten Morgen, DAX Index Webinar von Adenauer Markets. Herzlich willkommen. Mein Name ist Roman Kotjanski und ich freue mich auf die nächsten 30 Minuten. Auf Ihren Bildschirmen jetzt unser Risikohinweis. Devisen- und CFD-Handel auf Margin ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Sie wissen, das gehört zu der obligatorischen Information. Sie dürfen sich damit nochmal vertraut machen. Sehr wichtig und immer wieder gerne nochmal. Es geht bei den Webinaren von Adenauer Markets nicht darum, etwas nachzutraden, sondern dass unabhängige Trader ihre Meinung, ihre Sichtlinge mit Ihnen teilen, einfach mal erzählen. Nehmen Sie alles mit, was Sie mitnehmen können, dürfen, stellen Sie Fragen, die sind gerne willkommen, aber bitte nicht nachtraden und wenn Sie etwas ausprobieren wollen, dann selbstverständlich erstmal auf einem Demokonto, bis Sie dann sich ganz sicher sind, was Sie tun und dann auf einem Echtgeldkonto ausprobieren können. Und an dieser Stelle, guten Morgen, Heiko Behrendt. Moin, moin, herzlich willkommen. Jo, super Stimmung, das freut mich sehr. Immer. Du bist eine Stimmungskanone. Zu dir rüber, auf deinen Bildschirm. Tja, weiß auch nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich an der guten Umgebung hier. Wahrscheinlich. So, wo ist jetzt hier mein Bildschirm? Da. Ja, so. Gut, was haben wir denn? Den DAX haben wir da. Ja, was soll ich dazu sagen? Täglich grüßt das Moment. Hier kann man das eigentlich langsam betiteln, denn der DAX ist nach wie vor in seiner festgefahrenen Range und handelt dort sehr gut auch in dieser Range, was für uns Trader natürlich durchaus nicht gerade so schön ist. Vor allem für Trader, die vielleicht auf längere Bewegungen oder größere Bewegungen aus sind, ist das nicht unbedingt das bevorzugte Terrain und von daher glaube ich, gibt es schon mittlerweile etliche Leute, die über diese Range schimpfen. Diese Range gehört aber, muss man sagen, zur Normalität. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier an der Stelle, oder sagen wir mal so, früher hat sich es noch ein bisschen unterschieden, dass wir mehr über den Preis korrigiert haben und mit zunehmender Automatisierung habe ich so das Gefühl, über die letzten Jahre, in den USA ist das schon wesentlich länger zu sehen, haben wir mehr so Konsolidierungen über enge Ranges und über die Zeit. Ja. Von daher glaube ich, muss man sich einfach an diesen Umstand gewöhnen und das wiederum bedeutet, dass man heute Trends wahrscheinlich anders handeln muss wie vor 10 Jahren. So, ich mache das ganze Spaß schon 16 Jahre oder über 16 Jahre, von daher habe ich da einiges an Erfahrung oder einen ganz guten Erfahrungsschatz, um euch den mitteilen zu können. Gut, schauen wir auf den DAX und allgemein geht es eigentlich heute im Wesentlichen um zwei Termine, die zu beachten sind, nämlich, dass wir heute einmal die Amtseinführung von Trump haben ab 14 Uhr und davor haben wir für den DAX den kleinen Verfall. Der erste Verfall und auch im gestrigen Handel, wer sich den gestrigen Handel anschaut, ganz kurz als Rückblick, der sieht sehr gut, dass die Optionsseite mit dem Basispreis bei 11.600 sehr gut und aktiv war. Ich zeichne mal eine Linie ein, wo man den Basiswert erkennt ganz gut. Machen wir mal hier Magenta richtig dick. Bei 11.600 und da werden wir sehen, dass der DAX sehr sauber um diesen Bereich gestern drumherum gependelt ist. Da ist die 11.600, diese magentafarbene Linie, einmal kurz runter, einmal hoch, dann unterhalb drunter gehandelt und dann am Nachmittag hat man hier die Optionsseite recht gut mit ins Boot geholt, aber genauso schnell wie sie als Käufer auftreten, müssen sie als Verkäufer auftreten, deswegen oftmals diese Spitzen auf der Oberseite, die im Detail zwar gut erklärbar sind, aber im Detail sehr schwer zu traden sind. Selber habe ich gestern auch meine Schwierigkeiten gehabt im DAX-Trading, habe den DAX dann trotzdem im positiven Bereich geschlossen bei mir im Premium-Service und am Nachmittag haben wir auch nochmal im Premium-Bereich gehandelt von 15 bis 17 Uhr und da konnte ich auch nochmal
weiterhin doch ganz gut handeln und den 95. Tag im Plus beenden. Gut, also da sieht man nochmal den derivativen Einfluss der Optionsseite und der Futures entsprechend, wie sie den Markt durchaus ungewollt bewegen, wenn sie aktiv werden müssen. Gut, okay. Für heute um 13 Uhr wird diese Option, die bei 11.600 noch offen war, oder alle anderen Optionen logischerweise auch, verfallen. Und es geht eigentlich nur darum, ist sie werthaltig oder wertlos? Eins von beiden. Und das werden wir uns dann nachher noch gleich anschauen. Gut, das nochmal als kleiner Rückblick auf den gestrigen Handelstag. Und ja, auf Tageschartbasis kann ich heute relativ gut abkürzen. Ich kann einfach sagen, wir sind in der Range und bisher ist jeglicher Ausbruchsversuch gescheitert. Wir haben auf der Unterseite eine relativ klar markierte Range, nämlich bei 11.530 bis 11.520. Auf der Oberseite ist es ein bisschen ausgefranst von 11.620 bis 45 mittlerweile jetzt hoch. Ja, oder bis sogar bis 57 hoch. Also da ist es so ein bisschen ausgefranst auf der Oberseite, aber gut. Ja, und mehr gibt es eigentlich dazu nichts zu sagen. Heute, wie gesagt, wird es nur darum gehen, so ein bisschen Sorge in den USA, wenn wir uns die nachher noch mal anschauen. Den Dow Jones, der hat gestern einen relativ wichtigen Support unterschritten, also eine Unterstützung unterschritten. Da wird es so ein bisschen, ist da die Angst, dass Trump nicht liefern kann. Das heißt, dass man davon ausgeht, dass die Trump-Rallye verpufft und der Markt nach der Konsolidierung unten ausbricht. Da ist es so ein bisschen die Sorge, sollte Trump heute bei seiner ersten offiziellen Pressekonferenz gut liefern können oder einen guten Ausblick liefern können, geht man allgemein davon aus, dass wir doch weiter steigen können im Markt. Das werden wir uns dann aber gleich im Dow Jones nochmal anschauen. Für uns im DAX heißt einfach nur darauf achten, heute erstmal, wie verhalten wir uns um 11.600 Punkte. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Auf Wochenbasis wird natürlich dann, je nachdem wie die Erwartungshaltung ist, kann sich heute am letzten Tag die Candle, die Wochencandle ganz rechts nochmal entweder leicht weiß einfärben oder stark weiß einfärben oder es wird halt eine schwarze Kerze, dann bekommen wir auch das, was wir auf Tagesbasis haben, denn auch Wochenbasis, das heißt, wir hätten dann jetzt dann die dritte Woche der Konsolidierung und ja, ein Ausbruch wird immer wahrscheinlicher. Wir sind jetzt bei Tag 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wie gesagt, zwischen 12. bis 15. Tag ist durchaus mit einem Ausbruch zu rechnen. Wenn es dann nicht passiert, ist es erst ab dem 20. Tag. Das heißt, dann werden wir 4 Wochen in der Konsolidierung. Gut. Das soweit auf Tages- und Wochenbasis. Ich brauche dazu gar nicht weiter erzählen. Haben wir nachher noch ein bisschen mehr Zeit für die entsprechenden anderen Märkte. Gehen wir auf den Intraday-Chart runter. Gehen wir für den besseren Überblick nochmal auf den Stundenchart. Ja, und im Stundenchart gibt es eigentlich nur eine Regel, die da heißt, innerhalb der Range immer überlegen, bis wohin trade ich. Oder von welcher Unterstützung Widerstand trade ich weg. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Innerhalb der Range, wo der Markt genau anhält, lässt sich schlecht abschätzen, weil wir noch nicht wissen, wie die Akteure wirklich agieren am Markt. Ja, wir können das immer abschätzen, aber im Detail wissen wir ja nicht, wie die Akteure am Markt agieren. Ich beschreibe das in meinem meinem Vortrag. Am Samstag beim Börsentag Dresden so ein bisschen mit, dass wir das hier, die Analyse ist so ein bisschen die Strecke vom Navigationsgerät, aber erst wenn wir auf der Straße sind und die Umgebung sehen, den Verkehr sehen, das Wetter dazu sehen und das alles mit einkalkulieren, erst dann können wir genau wissen oder abschätzen vielleicht, ob wir ans Ziel kommen, ja, nein und wann und ob wir halt zügig ans Ziel kommen oder Stau ist. Genauso ist es auch mit der Analyse. Wir sehen, ich kann zwar gewisse Szenarien einzeichnen, aber erst wenn der Markt wirklich loslegt, also Fahrt aufnimmt und die Akteure am Markt sind, erst dann kann ich versuchen abzuschätzen, wie der Verkehr denn heute ist. Ja. Von daher bleibt nur zu sagen, auf der Unterseite, das ist auch der Grund, warum ich
nur aktuell wieder nur Marken genannt habe. Ich weiß genau nicht, wo der Markt hinläuft. Und wenn wir uns das jetzt hier im Stundenchart mal anschauen, was ich hier bereits eingezeichnet habe auf der Unterseite, kann man natürlich entsprechend dort ja, die Levels alle hernehmen. Und wichtig wird halt sein, WM, DMW, wie macht der Markt was? Also das heißt, wie verhält sich zum Beispiel der DAX, wenn er an das Tagestief von gestern kommt? Tagestief von gestern wäre bei 11.559. Aber fangen wir mal der Reihenfolge nach an. Auf der Unterseite habe ich die 11.577 als erstes Ziel. Ich mache das mal noch ein bisschen größer hier. So. So, als erstes Ziel habe ich die 11.575. Das ist einmal ein Tageshoch von den Vortag, und zwar vom Dienstag, dem 16.01. ist es das Tageshoch. Wenn man nur die Zeit von 8 bis 22 Uhr nimmt, nur dann ist es das Tageshoch. Wenn man hier noch den gestrige Unterstützungsniveau nimmt, sieht man auch, dass wir hier unten ein paar Mal aufgesessen sind bei 11.577,78. Von daher wäre das schon mal der erste Unterstützungsbereich. Dann der nächste Unterstützungsbereich kommt dann bei 11.559, das Tagestief von gestern. Wenn wir dort rausfallen, fallen wir auch auf den Haupthandelsbereich der gesamten Range. Der gesamten Range, der Haupthandelsbereich ist hier grün markiert, der geht von 11.585 bis 11.565. Also innerhalb der 20 Punkte wurde in der Range bis jetzt das meiste Volumen umgesetzt. Fallen wir hier durch das Tagestief von gestern, kommt sofort die 11.530 bis 11.520 ins Blickfeld. Das ist ja auch genau die Range, die wir hier im Tageschart 11.530 bis 11.520 ja extrem klar sehen. Ja, genau das ist die Range auch im Intraday-Bereich dieser ganzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage, die dort genau gehalten haben innerhalb dieser Range. Und ansonsten, wo es auch durchgehandelt war, wäre dann noch Tag 8 und Tag 9. Also in Summe 9 Tage lang wurde um diesen unteren Preislevel drumherum gependelt. Gut, also das ist der nächst extremst wichtige Unterstützungsbereich, hervorgehend aus den Tagestiefs der letzten Tage und Wochen. Darunter kommen wir an die 11.490 bis 11.485. 11.490 ist das Tief der letzten Woche vom 12.01. Dieses Tief ist das. Geht es da noch direkt durch, dann kommen wir an das Intraday, ja, wie sagt man, Intra-Wochentief. Also das aktuelle Wochentief liegt hier unten bei 11.424. So, machen wir das mal rot. Gut. So. Genau, und wenn es da auch noch durchgehen sollte, das habe ich jetzt nicht mehr aufgeführt, wäre noch die 11.400er Marke. Das wäre die untere Begrenzung der alten Range aus dem Dezember. Also hier unten aus dem Dezember die alte Range. Ja. So. Gut, also das wäre alles auf der Unterseite. Ich gehe aber davon aus, aufgrund der abwartenden Haltung, dass wir keine großen Aktivitäten sehen. Also ich gehe maximal bis dato, also bis zur US-Eröffnung, wenn jetzt da nichts Schlimmeres kommt, gehe ich eigentlich davon aus, dass wir, wenn überhaupt, gerade mal das Tagestief von gestern vielleicht knapp unterschreiten können oder maximal bis 11.530. Das muss noch nicht so sein. Wie gesagt, ich kenne die Akteure nicht, ich weiß nicht, wie sie handeln und von daher müssen wir halt da abwarten. Aber viel, viel weiter aufgrund der geringen Volatilitäten, die jetzt in den letzten Tagen waren, also verhältnismäßig geringeren Volatilitäten, so muss man sagen, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir komplett bis 11.400 runterrattern. Man hat aber gesehen, wenn mal was passiert, geht es doch relativ fix nach unten. Also von daher immer aufpassen. So, auf der Oberseite 11.600 ist dann die Widerstandsbereiche auf der Oberseite 11.600 ist Optionsseite. Wie gesagt, darüber ist immer werthaltig in den Short Calls oder nicht. Dann kommt ein charttechnischer Bereich, der geht dann bis 11.605. Der ist hier blau markiert, kann man ganz gut erkennen.
Am 11.01. waren das hier ein paar Tiefs gewesen und am 18.01. waren das so ein paar Hochpunkte gewesen, die dort eingefasst wurden, und deswegen 11.600 bis 11.605 haben wir ein paar Tageshochs. Wenn ich hier noch weiter nach vorne gehe, sind das auch nochmal ein paar Tageshochs hier vom 5.01. und vom 10.01., die dort in diesem Bereich liegen. Deswegen ist das für mich ein charttechnischer Widerstand. Zeichne mal das ein. Also ich zeichne hier wieder so eine Linie ein bis da hoch. So, und von dem Punkt aus auch wieder überlegen, geht es denn dort weg? Gehen wir hier durch oder bis dahin, dann haben wir auch gleichzeitig das Xetra Gap Close, das Xetra Close von gestern wieder geschlossen. Aktuell eröffnen wir darunter. Das Xetra Gap Close wäre bei 11.597. Also wenn es da durchgeht, dann entsprechend bis da hoch. Dort wieder überlegen, geht es weg. Geht es bis 11.614, wären wir an der oberen Value Area von gestern. Muss jetzt kein zwingender Punkt sein, kann ab und zu mal ein interessanter Punkt sein. In der Range durchaus. Dann geht es, ja, 11.618 hat sich so ein bisschen aufgeweicht, ist jetzt nicht mehr so eine starke Hausnummer, ist aber durchaus noch interessant als Tageshoch, 11.618, 11.619. Und wenn es da drüber geht, das haben wir jetzt mehrere Tage gesehen, in den letzten Wochen, ist der Preisbereich 11.637 bis 11.645 sehr guter Widerstandsbereich, auch im gestrigen Handel das Tageshoch gewesen. Und auch die obere Range ab da, wo es dann wieder entsprechend nach unten gegangen ist. Ja, wir sind in der Mitte der Range. Die Frage war jetzt, ob wir hier in der Mitte der Range ist es immer so, dass da zwar das meiste gehandelt wird, und die Frage war jetzt, die ich schon gelesen hatte, ob es jetzt mehr nach unten oder nach oben geht, kann ich nicht beantworten. Und ich weiß auch nicht, welcher Ausbruch auf welcher Seite wahrscheinlicher ist. Das entscheiden die Marktteilnehmer, und da können wir orakeln, wie wir wollen. Am Ende müssen wir uns dem unterordnen, was die größeren Marktteilnehmer, die den Markt bewegen, halt machen. Also ich kann es nicht sagen. Also die Glaskugel habe ich leider nicht, dass ich das sagen könnte, was wahrscheinlicher ist. Dadurch, dass die Range wirklich extrem gerade verläuft, also extrem waagerecht verläuft, ist ein Ausbruch auf beiden Seiten wahrscheinlich. Also es gibt keine Tendenz. Manchmal gibt es innerhalb einer Range auch eine starke Tendenz, wohin es wirklich geht. Wir haben gesehen, dass auf der Oberseite der Ausbruchversuch gescheitert ist, und wir haben auf der Unterseite den Ausbruchsversuch gesehen, der ebenfalls gescheitert ist. Von daher gibt es wirklich in der Range hier absolut keine Tendenz. Wir brauchen erst größere Akteure, die den Markt wirklich nachhaltig bewegen können. Und das ist halt die Frage, wo kommen sie her? Ich kann beide Ausbrüche auf beiden Seiten gut erklären. Ja, also geht es nach oben weiter, sagt man, okay, das war eine Zwischenkonsolidierung im Trend, Unternehmen geht es gut, bla 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 bla, da werden die ganzen positiven Argumente rausgekramt, brechen wir nach unten weg, dann heißt es, okay, Zinserhöhung heißt wieder Risiko, Risiko, raus aus Aktien, rein in Anleihen, bei Zinserhöhungen, das führt dazu, dass Aktien fallen, vielleicht gibt es irgendwo noch andere News, die dann hergenommen werden, um das zu rechtfertigen, dass Unternehmensgewinne in Zukunft weiter eventuell sinken werden, wir den Höhepunkt erreicht haben, weiß der Geier, was die sich dann ausdenken, um es dann zu rechtfertigen, dass unten ausbrechen. Also argumentativ kann man alles in einem Nachblick dann News unterlegen, aber jetzt tendenziell kann man es nicht abschätzen, also ich kann es nicht. Gut, also soweit, so gut. Mein Ausblick mal auf den DAX. Wie gesagt, gibt halt nicht so viel zu sagen dazu, finde ich. Also nicht mehr. Ich würde es gerne noch feingliedriger machen, aber es bringt eigentlich nichts. Selbst wenn wir jetzt in den 5-Minuten-Chart reingehen, können wir ja nochmal kurz schauen. Wir sehen jetzt hier auch, wie schnell und heftig teilweise die Bewegungswechsel sind. Ja, also das heißt, mal gehen wir recht stark nach oben, dann wieder nach unten. Also da kommt wirklich im Detail drauf an, wie verhält sich der Markt. Also sehen wir zum Beispiel jetzt hier gleich 9 Uhr, so eine starke Bewegung nach unten. Dann schauen, kommt der Markt zurück über das Tagestief von gestern. Dort muss man sehen, haben wir ein Setup, hat man ein Regelwerk, das einen dazu befähigt, dass man da unten einsteigen kann. Also erst wenn man das Regelwerk oder seine Vorgehensweise hat,
was weiß ich, entweder man geht auf eine Hammerkerze, es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie man so ein Tief auch handeln kann, oder man wartet einen zweiten Rücklauf ab, der kein neues Tief mehr macht. Und wenn es dann hier drüber geht, versucht man die Long-Seite zu handeln. Sollte der Markt nach dem ersten Ausbruch vielleicht ein neues Tief machen, kann man auch überlegen, ob man in Richtung unterer Unterstützung, nämlich die 11.530, dann handelt. Ja, das sind alles Möglichkeiten, die es halt gibt, aber das ist halt ja nicht Bestandteil. Also das Wissen, wie man es dann handelt, vermittle ich als solches in meinem Premium-Service oder meinen Privat-Coachings, die ich anbiete. Ja, da kann man mir halt dabei zuschauen, wie ich das dann handle. Im Detail muss man aber erstmal abwarten, wie es dann aussieht. So, jetzt kommen wir erstmal auf den Dow Jones, der gestern für mich den absolut interessantesten Bereich unterschritten hat und wirklich nicht so stark geholt hat, wo ich auch sagen muss, wenn ich mir die Amis anschaue und der Trump heute nicht liefert und die Amis weggehen nach unten, dann wäre ja theoretisch, wenn man das kombiniert auf den DAX, ein Ausbruch auf der Unterseite wahrscheinlicher. Aber ob es so kommt, I don't know. Heißt, wir haben gestern das letzte lokale Tief innerhalb der Konsolidierung gestern im Dow unterschritten, sind danach zwar gut nach oben gestiegen, sind jetzt vorbürstlich auch schon weiter nach oben gestiegen. Hier kommt es im Wesentlichen wirklich darauf an, wie verhält sich der Dow im Preisbereich um 19.770 Punkte. 1977, mein Baujahr. So, also da mal schauen, wie sich der Dow Jones hier verhält. Kommt er nicht mehr in die alte Range rein, gehe ich davon aus, dass wir hier vielleicht sogar und Trump, das in Kombination mit Trump, kann es vielleicht hier nochmal eine Etage runtergehen. Die Amis, wenn man sieht, sind extrem stark gestiegen. Jetzt aber im Hinterkopf auch behalten, so ein Signal, dieses nach unten laufen, ist auch ein perfektes Einstiegssignal, also die Amis sind da wirklich manchmal sehr schmerzfrei, ist ein perfektes Einstiegssignal, um wirklich in der Konsolidierung jeglichen Breakout-Trader zu foppen und dann nach oben wegzugehen. Also wie gesagt, das ist eine extrem spannende Situation. Wir haben das ja auch im DAX gesehen. Einmal nach unten weg die Woche auf 11.423 und dann sofort wieder hoch. Das ist halt dieses Spannende. Und die Amis sind da Freunde davon. Also ich meine, das war jetzt hier Brexit. Nee, das war Trump, als er gewonnen hatte, aber tendenziell halt auch erstmal nach unten weg und dann komplett die Attacke auf der Oberseite. Ja, also man sieht das vielleicht auch hier etwas weiter vorne. Na, komm her. Etwas weiter vorne. Ja, sieht man es halt auch, dass solche Tiefs gerne abgegrast werden und dann, um dann doch in die andere Richtung zu gehen. Ja, und da haben wir immer mal gerne solche Ausbrüche, die dann am Ende scheitern. Haben wir hier noch mehr sowas? Nö, jetzt hier aktuell nicht. Ja. Aber das ist halt interessant. Von daher, hier drauf schauen, so ein dieser Abverkauf gestern plus der Rücklauf kann durchaus ein extrem guter Entry sein für antizyklische Trader, sollte aber der Dow meines Erachtens heute oder meiner Meinung nach nicht mehr deutlich über die 19.777 kommen, dann vielleicht eher zum Wochenende den Gewinn mitnehmen. Denn Amis sehen natürlich in der Woche jetzt sehr negativ aus, kann zum Freitag hin immer mal auch noch Druck geben. Ja, also da bitte auf Trump achten und wie die Märkte da reagieren. Ja. Okay, ja, so, ich glaube, noch eins hätten wir, Brent, mache ich einfach mal, ja, ich glaube, hat gestern Brent, oder haben wir andere Fragen? Wir haben eine ganze Menge, aber Brent wird sicherlich gleich kommen, insofern mach es ruhig und dann widmen wir uns den Fragen. Genau. Also beim Brent sieht es auch so aus, wir bleiben weiterhin in der Konsolidierung drin. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das Brent sich gestern mehr bewegt hätte, aber gut, habe ich mich getäuscht. Also Brent weiterhin in der Bewegung, Rohöl-Lagerbestände waren eigentlich eher wieder höher als erwartet, wenn ich richtig gelesen habe. Und ja, ich dachte, ich hätte gestern irgendwie mehr Bewegung gesehen, aber vielleicht war der Chart gerade so im Intraday-Bereich so stark aufgezoomt. Ist das wirklich der richtige Chart? Bin ich mir sicher. Ja, also von daher, hier auf die Unterstützung achten, Bereich 53,12 und 53,47. Ja. Darauf achten. Ja, sonst gibt es da auch nichts zu sagen. Also von Trend in Konsolidierung übergehend, muss man mal abwarten. So, Gold war gefragt.
Gold, ja, Gold ist natürlich schon sehr interessant, denn Gold ist jetzt wieder zurück in diesem Preisbereich. Das ist der Gold im Stundenchart jetzt nur mal so. Und hier hatten wir ja diese schöne Aufwärtsbewegung. Ich hatte das im Tageschart ja gesagt. Es kommt darauf an, von welcher Seite aus wir gerade schauen. Das heißt, schauen wir mal vom Tageschart aus. Da sehen wir jetzt den Abverkauf in die Range. Schwarzer Tag nach unten. Und jetzt kommt es hier darauf an, wie kommt der Markt hier raus. Also sehen wir hier die Trendfortsetzung in den oberen Preisbereich bei 1250 Dollar. Oder bleiben wir jetzt hier drinnen? Wenn der Markt jetzt hier auch wieder rumkonsolidiert, gibt es natürlich wieder die Möglichkeit, die Alternative wieder zu wählen, auf großer Zeitebene doch wieder nach unten zu fallen. Von daher jetzt mal schauen. Ich denke davon, ich gehe davon aus, dass das Gold noch ein bisschen in der Konsolidierung jetzt hier verharren wird. Denn es ist ein extrem interessanter Punkt, wenn man diesen ganzen Chart mal ein bisschen zusammenschiebt, ja, ist das für mich hier im Gesamtbild sehr, sehr interessant, ob der Markt ja diesen Preisbereich wirklich nachhaltig um 1210 oder 208 bis 1200 wirklich überwinden kann, ja oder nein. Gut. So, jetzt Okay, bin ich bereit für alles dich. klar. Ja, und auch für die Fragen. So, womit fangen wir an? Leider hat sich ein Teilnehmer verabschiedet. Er hat kommentiert, dass du ein schlechtes Mikro hast. Gut, dann war er weg. Aber dadurch, dass keine anderen Meldungen zu Tonproblemen kamen, gehe ich davon aus, dass es lediglich bei ihm so war. Also sehr gerne, meine Damen und Herren, ich kann immer nur gerne wiederholen. Versuchen Sie sich dann in diesen Sekunden, Minuten neu einzuloggen. Sollte funktionieren. Ja, da fragt ein Teilnehmer, handle ich nun im 1-Minuten-Chart, 5 Minuten oder 15-Minuten-Chart? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Da kommt es auf den Trader an. Also ich persönlich handle hauptsächlich im 1- und 5-Minuten-Chart. Aber es kommt ja auf den Trader, auf seine Risikoneigung an und darauf an, wie er selber traden möchte. Also in welcher Zeiteinheit fühlt er sich wohl? Wer da noch nicht weiß, in welcher Zeiteinheit er sich wohl fühlt, der muss über Trial and Error, also über Versuch macht klug, es im Demo-Modus erstmal probieren und rausfinden, was ihm liegt. Also für den einen ist der 1-Minuten-Chart zu hektisch, für den anderen ist der 15-Minuten-Chart zu langweilig. Ja, je größer die Zeiteinheit jetzt wird, desto weniger kann man eigentlich nach dem Candle-Chart handeln. Warum? Wenn wir uns jetzt hier mal den Chart anschauen, den Stundenchart, dann sehen wir extrem lange Kerzen. Das heißt, nehmen wir uns mal nur den gestrigen Tag. Wir haben eine Stunde Vollgas nach oben, 40 Punkte, und die Folgestunde geht es komplett wieder 50 Punkte nach unten. Wenn man jetzt hier irgendwo versucht, ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis zu bekommen, ist das fast unmöglich, weil ich müsste ja, wenn ich jetzt nach dem Candle-Chart gehe, und ich sage, der Markt ist jetzt wieder zurück in der Range, würde ich erst unter dem Tief der Stundenkerze Short reingehen, also bei 11.600, hätte ich einen Stop von 50 Punkte. Und jetzt ist die Frage, macht der Markt halt auf 50 Punkte noch nach unten? Sobald er das nicht macht, was er bis jetzt hat er maximal 40 Punkte gesehen nach unten, dann wird es halt schwer, da wirklich gute Entries zu finden, auch innerhalb der Range. Also das ist, man sieht es, wie stark einfach verschachtelt die Stundenkerzen sind. Von daher macht es eigentlich für mich jetzt in der Range fast nur Sinn im kleinen Zeitfenster. Okay, weitere Fragen. Wie viel Uhr ist heute die Amtseinführung bei Trump? Ich kann das gerne kommentieren, Heiko, wenn du nichts dagegen hast. Also Gerne. 15:30 Uhr unserer Zeit, wenn ich mich nicht täusche, beginnt die ganz offizielle Zeremonie. Da geht es um einige Punkte, bis Trump dann wirklich an der Reihe ist. Und seine Vereidigung dürfte dann so gegen 18 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Wer das aber live überträgt, das kann ich nicht sagen. Also da würde ich Sie bitten, zu googeln oder einfach quer durch die Sender zu schalten. Ich denke, dass nicht so viele Sender das Ganze sich entgehen lassen wollen. Sicherlich nicht die Nachrichtensender. Ja, genau, also da kommt jetzt auch noch eine Meldung mit NTV. Also NTV, N24, CNN, was auch immer. Also all diese Kanäle, die dürften dann das alles übertragen. Brumm, 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 brumm. Was haben wir noch? Wie bekommen wir bei Admiral Markets die 1-Minute-Candle in die 5-Minuten-Candle? Die Frage würde ich gerne kombinieren mit einer anderen. Und zwar
Gibt es eine Anleitung, wie man Nachthandel ausblendet? Ja, also das, die beiden Fragen gehören in das Thema Supreme Edition, Zusatztool von Admiral Markets. Nur reicht uns die Zeit dafür nicht, das hier zu kommentieren. Melden Sie sich gerne bei uns per E-Mail, wir helfen Ihnen. Das ist absolut kein Problem. Sie kriegen eine Erklärung, wie Sie das tun. In welcher Zeiteinheit handelt denn eigentlich handeln denn eigentlich die institutionellen? Also institutionelle handeln eigentlich in keine Zeiteinheiten. Institutionelle Trader handeln in Preisbereichen. Das heißt, der Chart ist ja nur das Spiegelbild eines Preisbereichs, der für uns interessant ist. So, wenn ein Institutioneller sagt, er möchte bei 11.567 kaufen, dann macht er das. Der Institutionelle tradet ja auch nicht selber, er lässt ja traden. Ja, das ist ja der Vorteil, denn er gibt seine Order nur an eine Bank und die Bank ist für die Abwicklung dieser großen Order dann verantwortlich. Das sind sozusagen die Kommissionshändler einer Bank. Von daher sollte man das auch sehen, dass große Institutionen handeln lassen und der Händler, und das ist ja das Interessante, wickelt eine Order immer nach dem gleichen Schema ab. Bei diesen Märkten aktuell ist kein institutioneller Handel da. Hier sind sicherlich der ein oder andere, ja, ich sage jetzt mal spekulativere Fonds, Hedgefonds oder so, wird so ein bisschen rumhandeln, aber ansonsten ist eine Range gekennzeichnet dadurch, dass keine großen Marktteilnehmer drin sind. Also Marktteilnehmer, die wirklich den Markt sukzessiv und nachhaltig verändern können. Von daher sich vom Chart ein bisschen lösen und eher auf die Preisbereiche achten, also hinter den Chart blicken, was passiert hinter dem Chart. Und gleich dann auch den Schlusswort. Ja, ich wünsche euch für den Freitag einen guten Start in den Tag. Hoffe, ich habe euch trotzdem gut vorbereitet, auch wenn ich in der Range keine Szenarien wirklich definitiv benennen kann. Achtet mir auf die beiden Termine und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich vielleicht den ein oder anderen am morgigen Tag in Dresden begrüßen kann. Könnte, dürfte, sprecht mich ruhig an, wenn ich da irgendwo rumlaufe. Keine Angst, ich beiße nicht. Wer eine Frage hat, kann die gerne stellen. Und ja, dann ansonsten bis Montag, 8.30 Uhr in alter Frische. Bis dahin, tschö mit Ö, euer Heiko. Vielen Dank an Heiko Behrendt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie korrekt mitbekommen haben, morgen in Dresden ist der Börsentag Dresden. Wir sind mit am Start. Wir sind vor Ort, Heiko ist vor Ort. Wir freuen uns, wenn Sie dann auf uns zukommen. Im Prinzip können Sie ihn gerne anquatschen. Damit haben wir absolut kein Problem. Aber selbstverständlich, wenn Sie auch Fragen an uns haben, dann freuen wir uns auch Ihnen zu helfen, irgendwas zu besprechen, zu erläutern, wie dem auch sei. Wenn Sie in der Nähe sind, wenn Sie aus der Region kommen, dann herzlich willkommen. Ja, die Adresse einfach mal googeln, finden Sie sofort. Wir würden uns zudem freuen, wenn Sie auch an weiteren Webinaren von Admiral Markets teilnehmen. In weniger als 60 Minuten geht es weiter mit unseren Webinaren, und zwar Punkt 10. Wenn ich mich nicht täusche, heute ist Kollege Frischewski für Sie da und analysiert einige Trades und schildert Ihnen seine Sicht der Dinge. Die Anmelde-Links sind wie immer auf unserer Homepage und wie immer sind alle Webinare kostenfrei. Zu den Konditionen sehr gerne. Also wenn Sie an DAX interessiert sind wir für Sie als Broker in Frage kommen, freuen wir uns definitiv, Ihnen unsere Konditionen anbieten zu dürfen, wie Sie zum Beispiel bei uns den DAX traden können, mit einem einzigartigen Spread von 0,8 Punkte, typisch von 8 bis 22 Uhr. Ein Teilnehmer hat gefragt, wie er den Nachthandel ausblenden kann. Das kann man in der Tat. Ansonsten geht der DAX bei uns durch, im Prinzip 24 Stunden sind es, die handelbar sind. Wochenende ist natürlich dann erstmal aus. Sie können den DAX auch in Minis handeln, also bereits ab 0,1 CFD. Und im Übrigen, alles, was wir Ihnen anbieten dürfen, das alles steht Ihnen zur Verfügung. Keinem bleibt was verwehrt. Kommen Sie auf uns zu, wir beraten Sie sehr gerne. Die Kontaktmöglichkeiten, wie Sie uns ansprechen, anschreiben dürfen, sehen Sie gleich auf Ihren Bildschirmen. Ja, nehmen Sie davon, machen Sie davon Gebrauch, melden Sie sich, teilen Sie uns Ihre Wünsche, auch wenn Sie einfache Ideen haben. Wir haben eine ganze Menge Ideen bereits in unserer Supreme Edition umgesetzt, also wir freuen uns definitiv auf jeden und alle Feedbacks. Im Übrigen, herzlichen Dank für Interesse. Im Namen von Admiral Markets hat es mir Spaß gemacht. Mein Name ist Roman Kotianski. Mit dem einen oder den anderen sehen wir uns morgen in Dresden. Ansonsten denke ich, dass wir uns alle spätestens Montag wiederhören. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.